Einen wunderschönen guten Tag, liebe Sammlerfreunde. Mich hat gerade was ganz Besonderes erreicht und ich bin überaus happy und habe jetzt erstmal meine ganzen Pläne für heute über Bord geschmissen. Denn eigentlich wollte ich den Mechaneck der Origins Line euch einmal kurz vorstellen oder ein Review starten. Aber ich muss das erstmal jetzt beiseite legen, denn mich haben gerade zwei traumhaft schöne Figuren erreicht und ich bin extrem happy und möchte euch diese ganz kurz einmal vorstellen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Update-Episode hier auf meinem Kanal. In diesem Bereich stelle ich euch meine neuesten Vintage-Figuren vor. Doch bevor es losgeht, wer mal Lust hat, hier durchzublättern, da gibt es jetzt mittlerweile ein Video, wo ich zum ersten Mal mir das mal anschaue und extrem begeistert bin. Und wer hier rüberschielt zu den Hörspielkassetten, die drei habe ich euch auch vor ein paar Tagen erst vorgestellt. Also, wenn ihr möchtet, schaut da mal rein. Gestern habe ich euch ja ein Video hochgeladen über mein Review zu Cobra Khan von den Origins. Und da habe ich euch berichtet, wie toll das doch mal wieder für mich war, eine Figur auszupacken von Origins, weil das sonst immer meine Frau für mich macht. Die schneidet den Blister immer so schön aus, dass ich das weiter behalten kann und mir die Karte immer wieder mal anschauen kann. Aber als ich gerade die beiden Hübschen hier ausgepackt habe, die kamen ja vorhin durch Hermes geliefert, alles war in Ordnung, keine Lieferschwierigkeiten, bin da sehr zufrieden mit, war da dieses ganz gewisse Gefühl und das irgendwie habe ich nur mit den Vintage-Figuren. Ich war wirklich ja fast schon am Zittern und bin es eigentlich immer noch, denn es war immer noch was ganz anderes als die Origins. Keine Frage, ich stehe auf die Origins, ich liebe die Origins-Line. Macht, also wirklich, ich bin total begeistert davon. Aber es ist fast so wie früher als Kind, wo man dann seine geliebte Figur ausgesucht hat und dann auspacken konnte, das war doch noch was ganz anderes, wie ich finde. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt an und beginnen zunächst mit Stinkor. Diesen, wie ich finde, sehr hübschen Stinkor habe ich bei Kleinanzeigen für 10 Euro bekommen. Allerdings fehlt mir sein Schild. Jetzt hoffe ich natürlich inständig, dass ich dieses über die Toyplosion Mitte des Jahres dann beziehen werde. Falls das einer von euch hat, sein Originalschild und so am fairen Preis abgeben möchte, schreibt mich mal gerne an. Wäre natürlich auch eine wunderbare Alternative. Und direkt nach dem Auspacken wanderte sofort Stinkor Richtung meiner Nase. Und ich finde tatsächlich, er hat noch einen leichten Patchouli-Duft, so hier im Beinbereich, aber wirklich sehr abgeschwächt. Das ist jetzt kein Vergleich zu früher, aber das hat wieder so einen richtigen Flash ausgelöst, das mal nach ja weit über 30 Jahren wieder zu riechen. Das ist schon, wie ich finde, was ganz Besonderes. Sonst finde ich, dass Stinkor für sein Alter immer noch verdammt gut aussieht. Er hat natürlich leichte Farbabriebe. Er hat hier an dem Brustharnisch natürlich was abgerieben. Aber man muss sagen, für eine Figur, die ja 30, 35, 40 Jahre alt ist, kann man da eigentlich so für den Preis auch nicht meckern. 10 Euro ist natürlich ein Preis, da habe ich sofort zugeschlagen und gar nicht drüber nachgedacht. Und bin absolut begeistert. Das ist noch was ganz anderes. Ich habe hier, wie ich gerade sehe, leichte Weichmacherflecken. Gut, das ist aber an der Stelle für mich gar nicht tragisch, denn meine Figuren kommen ja, wie ihr wisst, immer in die Vitrine und müssen da einfach nur gut dastehen. Mehr nicht. Ansonsten muss ich auch sagen, bin ich von der Haptik sehr beeindruckt, denn der Stinkor scheint auch so noch in einem hervorragenden Zustand zu sein. Sein Hüftschwung klappt, wie ich finde, noch wunderbar. Die Beingummis fühlen sich richtig straff an. Es kann sein, dass diese vielleicht ausgetauscht wurden und auch die Arme sind alles andere als locker. Also im Großen und Ganzen habe ich für 10 Euro, wie ich finde, einen Schnapper gemacht. Jetzt brauche ich nur noch das Schild und habe dann einen wirklich sehr schönen Stinkor.
Aber kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Highlight dieser Update-Episode und das ist Redlaw. Habe ich gestern noch als Origins-Variante erhalten, aber besonders gefreut habe ich mich natürlich hier auf die Vintage-Version, weil natürlich das Action-Feature ist hier vorhanden. Darüber habe ich auch in meinem gestrigen Review zu Cobra Khan einmal ja meine Stellungnahme zugegeben, dass ich im Grunde als Sammler darauf jetzt gut verzichten kann, aber als Kind, als man damit noch gespielt hat, waren es doch diese besonderen Fähigkeiten, die mir bis heute im Gedächtnis geblieben sind. Deshalb nehmt mir das jetzt bitte nicht übel, aber ich muss einmal das Action-Feature jetzt gemeinsam mit euch ausprobieren. Seid ihr bereit? Oh. Das ist schon herrlich, doch man muss es sagen. Es ist früher, als wir damit gespielt haben, waren das die Kleinigkeiten, diese Besonderheiten, die jede Figur auf ihre Art und Weise interessant gemacht haben und ja, den Spielspaß ins ja, Unendliche getrieben haben. Und das, ja, muss ich sagen, ich werde es jetzt noch ein, zwei Mal machen und ich denke mal, dann erstmal wahrscheinlich gar nicht mehr, um allein auch schon die Figur zu schonen. Und das ist auch der Punkt als Sammler, denn wenn man das da schon gemacht hat, so wie jetzt, dann, ja, ist es auch dann irgendwann mal in Ordnung. Ne? Man macht es ja jetzt nicht jeden Tag, man spielt mit der Figur nicht und ja, es ist dennoch ein Highlight. Und ich finde, die Funktion klappt hier bei meiner Figur immer noch erschreckend gut nach all den Jahrzehnten. Aber es ist wirklich interessant, wie so eine kleine Figur bei einem erwachsenen Mann so viel Freude auslösen kann. Und ja, das ist auf eine Weise irgendwie erschreckend, aber auch sehr, ja, interessant. Und ja, man steht mitten im Leben, ne? Man hat seine eigene Familie, man verdient sein Geld, man hat einen wichtigen Job in der Hinsicht. Und ja, es sind die kleinen Figuren, die uns alle ja entzücken und uns auf eine andere Art und Weise glücklich machen. Das finde ich immer sehr sympathisch. Aber sonst auch so beim Anschauen jetzt, muss ich sagen, ist der in einem akzeptablen Zustand. Natürlich, er hat seine Farbabriebe, das sehen wir hier. Die Zähne sind nicht mehr weiß und er hat hier am Gürtel noch ein bisschen was an Farbe verloren. Aber ich würde sagen, der Rest ist spitze. Die Arme sind sehr, sehr steif noch. Also es ist wirklich mehr Kraft vonnöten als bei Stinkor. Die Beine fühlen sich auch gut an. Die sind bei Stinkor etwas zäher. Und der Schwanz scheint auch hier von allen Seiten her noch in Ordnung zu sein. Da ist nichts gerissen. Natürlich, klar, es ist die Farbe hier, die wieder etwas weg ist. Aber auch hier drin sehe ich keinerlei Schäden. Und ja, bin auch von dem Preis beeindruckt. Ich glaube, die war nicht auch 10 Euro teuer wie Stinkor. Ich glaube, die war ein bisschen teurer. Ich meine sogar jetzt 20 Euro. Also jetzt nicht gerade unbedingt der Schnapper, aber im Großen und Ganzen wirklich eine hervorragende Figur, ein toller Zustand für das Alter und ich bin gerade wirklich total happy. Sieht das nicht klasse aus? Also Mattel hat damals hier, also damals in den 80ern wirklich bei solchen Sachen gezaubert. Jetzt möchte ich mir aber nochmal unbedingt den Schlangenstab anschauen. Auch den habe ich Jahrzehnte nicht mehr in meinen Händen gehalten und toll aus. Also ich muss wirklich sagen, ich habe nie so ganz verstanden, wie man damit kämpfen soll. Aber es war eine sehr beeindruckende Waffe, wie ich finde. Und ich bin mal gespannt, wie das bei den Origins aussieht, wenn ich Redlaw in den nächsten Tagen auspacken werde. Aber so eigentlich genau, wie ich es in Erinnerung habe, oder hatte und ist. Ja, es ist schön. Ich muss es echt, ich bin gerade am Schmunzeln, ich bin gerade am Grinsen. Es ist, ja, ich habe die Figur als Kind selbst nie gehabt. Ich hatte damit gespielt. Ich hatte zum Beispiel Tanglesha gehabt und freue mich natürlich auch auf Tanglesha, wenn er dann bei den Origins rauskommt und auch bei den Vintage-Figuren suche ich ihn auch gerade, wobei ich jetzt so langsam mehr die Good Guys mir organisieren muss, weil die bei mir in meiner Sammlung komplett in der Unterzahl sind.
Ja, und das war's auch schon leider wieder für heute. Das war mein neuestes Update-Video meiner Vintage-Sammlung. Und ich bin immer noch extrem am Grinsen. Das ist doch noch was ganz anderes, wenn man Vintage-Figuren, ja, in seine Sammlung neu reinbekommt. Das schaffen bei weitem nicht die Origins. Natürlich, ich freue mich über jede Masters-Figur. Aber die guten alten aus der Kindheit, das ist immer noch was, ja, immer noch eine Herzensangelegenheit. Auch wenn ich beide selbst nie als Kind hatte, aber ich habe definitiv mit beiden gespielt. Und man muss sich mal vorstellen, wenn das Action-Feature, ja, der Geruch einer Figur ist, wie genial war das bitte? Was hatten wir doch für eine schöne Kindheit in Sachen Masters of the Universe? Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hatte extrem viel Spaß dran. Hoffe, ihr habt auch ein bisschen Freude gehabt, euch gefallen die Figuren. Schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr die beiden Hübschen hier findet. Habt ihr beide Figuren in eurer Sammlung oder wollt ihr euch diese noch organisieren? Haut's mal raus. Leute, danke, bleibt natürlich alle retro und bis bald.